Hey ho, Leute, und willkommen zu einer neuen Folge von Need for Speed. So, unsere Karre ist komplett Schrott. Karosserietechnisch jedenfalls. Technisch läuft sie noch. Technisch läuft sie noch. Zitat von Rayon 2017. Technisch läuft es noch. Ach, schön, ich will ein T-Shirt. So, wir wollen zurück zur Garage, denn wir wollen gucken, was Bodykit-technisch bei unseren beiden neuen Autos, oder besser bei unseren beiden Autos, so abgeht. Denn Bodykits sind auf Stufe 12 freigeschaltet und wir sind Stufe 12. Ja, ich hab Bock. So. Mal gucken wir noch schneller vorher auf die Karte, bevor wir rausfahren. Um mal zu. Ah, wir sollten hier. Hey, gut gemacht. Ich wette, dafür hast du den ganzen Tag gebraucht. Ich dachte, ein bisschen Inspiration könnte nicht schaden. Yo. Hey. Yo, was geht ab, T? Fantasierennen. Nakai-san gegen Magnus Walker. Wer gewinnt? Komm schon, das ist doch uninteressant. Du brichst mir das Herz, Kleiner. Nein, das ist eine faule Ausrede. Mhm. Ich fahre gegen Nakai-san. Wann ich will. Es sei denn, nun, Magnus fährt ein RWB. Dann ist nämlich Essig. Ah, du lernst dazu. Naja, ich hoffe einfach, dass ich eines Tages einen Wagen bauen kann, der halb so gut ist wie von Nakai-san. Was habe ich dir gesagt? Unser einziges Limit ist die Vorstellungskraft. Apropos Limits. Ich habe mal nachgedacht, was man braucht, um einen Motor so richtig zu tunen. Ich rede von abartiger Power. Ganz simpel. Ein Haufen Kohle und ein Haufen Arbeit, das ist alles. Was mich ärgert ist, dass wir uns so hängen lassen. Wir sind nicht hier, um bloß auf Nummer sicher zu gehen. Denk mal nach. Der Ruf, den du für die Kohle brauchst, um so einen Wagen zu bauen. Dafür muss man hart kämpfen. Sorry, Mann. Hab die Stimmung ruiniert. Ja. Dieser Kerl, Mann. So Kerl ist sympathisch. Ach, Spike. Ja, schön. Ah, shit. So. Leute, ich will ein fucking. Alles klar. Ich weiß halt nicht, was ich will. Wie du meinst, ist doch nur eine Ausrede. Lass uns das jetzt nicht tun. Warum? Wegen unserem neuen? Spike! Lass es! Hey, was denn? Bin raus. Was ist dein Problem? Was nicht? Sehe ich auch so. Lass uns chillen. Was meinst du? Kann ich. Hab noch einiges vor. Zum Beispiel? Einiges. Also, ich brauche eine Pause. Eine dieser Nächte, ha? Huh? Ja, eine dieser Nächte. Ich sehe euch später. So, wir hätten die Hackcode-Flüge natürlich noch verbessern können, aber... Wie komme ich zu dem Punkt? Achso, so runter. Aber wenn wir schon Bodykit haben, dann müssen wir uns natürlich das Bodykit voranschauen, weil was bringt uns der Kotflügel, wenn wir das komplette Bodykit verbessern können? Oh ja, Rocket Bunny. Auch geil. Oh. Was? Alter, übertreib! Müssen wir. Alter, ich will die Karre anziehen. Alter, übertreib doch nicht. Ah, das ist Creme de la Creme gerade. Das ist Creme de la Creme. Kann ich denn rein theoretisch jetzt noch am Optik-Tune was? Kotflügel kann ich nicht. Okay, das ist alles gelockt. Das ist alles gelockt. Hier vorne könnte ich noch rein theoretisch. Das hier. Achso, das ist das Einstellen-Gedöns. Motorhaube kann ich noch ändern und das andere Teil. Ne, Motorhaube bleibt so. Motorhaube bleibt so. So, Spoiler kann ich auch nicht ändern, ne? Doch, Spoiler kann ich ändern, theoretisch. Haben wir denn noch irgendwas frei, was noch geiler aussieht? Noch krasser? Ja, Alter, komm, nee. Wir werden jetzt kein Downgrade machen. Ne, kein Downgrade. Wie sieht das denn aus? Cyberworks. Hat auch was. Aber das wäre ein deutliches Downgrade, also nehmen wir. Ja, das ist ein Rocket Bunny Kit, ja. Ich weiß. Das ist auch geil. Oh, das Rocket Bunny sagt mir ganz gut zu, muss ich sagen. Ja, komm. Oder? Nee, komm mal, tun wir es nochmal an. Ich bin gerade ein bisschen hinter. Komm mal Rocket Bunny drauf. So, passt schon.
Sieht geil aus, ja. Sieht verdammt geil aus. Das verschönert nämlich das Heck noch ein bisschen. Ja, das ist geil. Ja, das ist besonders das Angenietete. Das ist geil. Ah, scheiße geil. Mann. Ah, Erotik pur. Ich finde das Auto so geil. Wir brauchen kein besseres Auto. Wir fahren jetzt mit dem Auto die komplette Kampagne durch. Mit allen. Alles fahren wir durch. Driften fahren wir durch. Alles. Komm. Nice. So, aber, wir sollten ja noch ein zweites Auto haben. Ja, bitte, Manu? Yo, Kumpel. Manu hier. Was ist passiert, Mann? Alles okay? Hab gehört, die Cops haben dich erwischt. Pass auf dich auf, Mann. Okay. White Body. Motoring. GTR. Achso, das ist das, was schon war, ne? Ich will eigentlich so tief bleiben, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil das natürlich deutlich krasser ist. Aber das ist dann nicht mehr so stilecht. Wir müssen ein bisschen weg vom GTR. Das würde fucking 3856 kosten. Braucht man eigentlich nicht. Wir werden die Karre nicht mehr so ewig lange fahren. Wir werden auf jeden Fall irgendwann ein besseres Auto haben. Wir haben schon 36.000 zusammen. Da wird bald ein neues Auto bei rausgucken. Ich weiß noch nicht welches, aber auf jeden Fall wird eins rausgucken. Nee, wir werden nicht mit dem Auto die Garage... Obwohl, warte mal. Was haben wir denn? Trifft technisch, oder? Trifft meine im Bunker, trifft Robin in der Halle. Bezwingender Zeitfahren, okay. Dafür brauchen Grip. Sieh die Nachrichten an, okay. Okay, dann gucken wir uns mal die Nachrichten an von der lieben Amy. Hey Mann, ich kenne ein paar Jungs, die solche Geschosse haben wie du. Exklusiver Club, du verstehst. Wenn du bereit bist, und das sind nicht viele, steig ein. Aber diese Typen sind hart drauf. Meld dich bei mir. Fucking 850. Ne, 350 PS. Ja, das können wir. Ja, können wir. Hab ich. Passt das? Dann wir sagen, wir fahren raus und dann treffen wir uns mal mit den ganzen Leuten. Mal gucken, was da in der Nähe ist. Ich weiß nicht, wo der Bunker von Manu ist, aber ich glaube, ich weiß, wo Robin ihren Wohnwagen hat. Wollen wir mal bei Robin ihrem Wohnwagen mal ganz zacht anklopfen und mal gucken, was da so geht. Ich rede heute schon wieder mal so zweideutig, ne? Aber es passt einfach. Ich meine, die legen es ja auch drauf an. Ich meine, die haben das nicht mit Absicht so gemacht. Die wollen das. Die wollen die reine Perversität, so wie das Auto hier. Ah! 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 Geil! Ja, Mann! So, Karte. Karte, so. Will die runterballern, ne? Wo war denn Robin ihren Wohnwagen? Hier unten ist Manu. Hier wäre Amy. Amy wäre ziemlich in der Nähe gerade. Robin wäre hier unten, in El Rey. An den Docks hat sie ihren Wohnwagen. Alles klar. Wo ist denn Spike eigentlich? Spike! Ich zwinge das Zeitfahren. Wo hast du denn dein Zeitfahren, Spike? Spike hat hier unten bei Robins Zeitfahren. Okay, würde ich sagen, fahren wir nochmal hier rüber zu der lieben Amy. Das sollte machbar sein. Obwohl, Amy haben wir schon so viel gemacht, das ist das Problem. Manu wäre auch nicht ziemlich... Okay, doch, Manu ist weit. Okay, fahren wir hier runter zu Amy. Alles klar. Ja, Route. Ich fahre die Strecke. So. Ah, dieser Klang. Ah, schön. Schön. Ich liebe diesen Klang. Ich bin verliebt in diese Karre. Das ist ein richtig schöner, kerniger Klang. So wie ein Auto sein sollte. Ne? Ja, ist klar. Voll gegen die Mauer gesetzt. Okay. Wir fahren wieder über die Zuggleise. Sehr schön. Warum denn nicht? Macht man so. Das ist das geilste Navi. Wie kann man sein Navi einstellen, dass das angezeigt wird als beste Route? Ich weiß es nicht. Weil irgendwer muss das Navi ja programmiert haben. Da muss er das doch einprogrammiert haben, die ganzen Wege. Oder einfach nicht. Weil es ist ja nicht irgendwie ein legaler Straßenweg für Autos, oder? Vertue ich mich da gerade. Ich glaube nicht. Ach, ich muss hoch. Ach so, sag mir das doch gleich. Schon, was will das Navi denn jetzt schon wieder von mir? Ich muss hoch, sag mir das doch gleich. Ja, Spike? Hey Mann, verstehe. Du willst nicht dieser Streber-Newbie sein, richtig? Du hast Glück, diese Jungs sind die ganze Nacht da. Kannst ruhig
noch deinen Wagen, Tune. Aber wehe, du kneifst, Mann. Okay? Wir sehen uns, Bruder. Da unten ist ein Donut, Mann. Wir sind doch die ganze Nacht da. Ja, wir fahren wahrscheinlich die komplette Kampagne hier fahren wir in einer Nacht. Ich weiß nicht, aber... Ja, ich weiß nicht. Oh, da unten ist sie... Okay. Ja, jetzt zeig mir eine andere Route an. Nee, ich fahre ganz gechillt die andere Route, die du mir vorher angezeigt hast. Ja, okay. Erster, fahr mir auch noch in die Karre. Siehst du nicht, dass ich hier bin? Mann. Mann. So. Wollen wir mal gucken, warum wir für diese Mission hier 350 PS brauchen. Also es wird Gründe haben, denke ich mir. Zeit fahren. Wenn du einmal schnell bist. Mittel. Bin bereit. Komm in die Top 2 mit mindestens 350 PS. Okay. Kriegen wir hin, Robin. Nicht Robin, Amy. Verwechsel euch. Ihr wollt beide nämlich was von mir haben. Also, neue Bestzeit wollt ihr von mir haben. Sonst nichts. Ich liebe diese Zweideutigkeit in diesem Spiel. Ich liebe sie einfach. Schön. Das Spiel ist so ein richtiges, schönes Männerspielzeug. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. So, kommen wir hier rum. Was sind das hier für Kurven? Verdammte Scheiße. Macht mich nervös hier. So. Oh, shit. Ah, verbremst. Ich war kurz Erster. Ich bestimmt nicht mehr. Amy, hi. Amy, bleib stehen hier. Ich muss das hier gewinnen. Amy, geh weg. Amy! Alter, ich ramm dich weg, Amy. Ich sag's dir. Alter! Ja! Ist okay! Mann! Ah! Okay, wir sollten dafür 350 PS haben. Wir haben 500. Eigentlich sollte das kein Problem sein hier, oder? Es sei denn, die rammen mich zweimal gegen die Leitplanke. Und ich fahre Mumpitz danach zusammen. Dann könnte es doch ein Problem werden. Mal gucken. Ich brauche eine Top 2. Mann. Ist nicht so gut, der Anfang. Mann. Hier waren so viele Kurven. Ich bin Erster. Warum auch immer. Die sind doch alle vor mir. Warum bin ich Erster? Versteh's nicht. Ich weiß natürlich, dass es Zeitfahren ist, aber trotzdem. Zucken. Obwohl, starten die versetzt? Starten die Zeit versetzt? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, ne? Lass mich rein hier. Alter! Ich konnte nicht rüberlenken wegen dem Pisskopf. Mann! Ah! Zieh! Komm schon. Ich will keine Zeit verlieren. Schön rüber. Ich finde die Funktion, dass die Karre so geil quer geht, so mega, ne? Au! Au! So, hier schön. Sachte um die Kurve und zwar so eng wie möglich am besten. Ich bin nicht mehr Erster, ich bin Zweiter. Amy hat mich aufgeholt. Geil. Ja, okay. Baller mich hier auch noch rein. Dann sagen wir Zweiter, sind jetzt alles im Lot. Ich würde doch ganz gerne Erster sein, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe schon Blut geleckt. Ich will hier noch einen wunderschönen Slide. Amy, ich komme und hol dich, ne? Jetzt kommt wieder diese Scheißkurve. Mann! Hat's gereicht? Nein! Jetzt bin ich ganz am Ende noch Dritter geworden, oder wie? Nein! Oh, fuck you! Ja. Hey, die Typen mochten deinen Style. Du darfst jederzeit gegen sie fahren. Schätze, du hast alles richtig gemacht. Trotz der Niederlage. Ich fahr das nochmal. Nee! Nee!
Das lasse ich mir nicht nehmen. Dieser blöde Fehler wegen dem einen Passanten da. Das lasse ich mir nicht nehmen. Nee, ich fahre das Rennen nochmal, aber so was von. Ach so, jetzt sind wir bei Spike gelandet. Okay, okay, dann fahren wir doch schnell das Rundkurs rein mit Spike. Alles klar. Mach dich auf eine Lektion gefasst. Ja, Spike, wir fahren halt einen Rundkurs rein, aber ich muss nachher nochmal zu Amy. Ich kann es nicht ab, wenn ich das Rennen nicht geschafft habe. Das geht nicht. Nee. Nachher müssen wir noch schnell zu Amy fahren. So, Spike, aber vorher machen wir den noch mal fertig, ne? Hab ich gehört. Warum ist das massiv? Verdammte Scheiße. Das ist in keiner Realität massiv heutzutage. Spike, bleib stehen mit deiner Karre. Hi. So. Ich zieh davon, Spike. Tschö. Hast du noch was zu sagen, bevor ich die mir höre? Ah, schön. Ganz gut auspariert gerade. Ah, Spike hält aber mit. Ist unglaublich. Spike, du kannst gerne irgendwo einen Crash machen oder so. Oder dich irgendwo absetzen oder irgendwie einen Drink trinken gehen. Ich geb's dir aus. Keine Sorge. Geht auf mich die Rechnung. Also ich würde einen Deal eingehen. So, Spike, ich bin nochmal weg, ne? Oh, shit. Oh Mann, ups. Noch einen kleinen Kratzer rein und ab ins Ziel. Tschüss, tschüss. Achso, das war eine Runde. Wie viele Runden haben wir? Zwei. Okay, wir sind in der zweiten. Sehr geil. Alter! Dieser dreckige Passer. Alter! Spawnt der mich mit Highspeed? Ist das dein fucking Ernst? Wir sind wir trotzdem Erster. Aber das ist schon ein geiles Gefühl, wenn man hier mit Highspeed gespawnt wird. Ah! Alter! In Real Life mache ich auch solche Drifts. Easy, natürlich. Mann! Was denn sonst? So. Das kriegen wir hin, Spike. Wo bist du eigentlich? Mann, komplett abgehängt, oder was? Ja, wir sollen noch was lernen vom Meister hier, vom Meister Rayon. Ich hab gesehen, die Schlangenkurve hier gerade. Links-Rechts-Kombination. Okay, es war eine rechts-links, aber egal. Lass mal das so stehen. So, hier rein. Sehr geil. Die Karre ist mega. Besonders um 90 Grad Kurven rumzuhalten, ist die Karre einfach nur perfekt. Für 90 Grad Kurven ist die Karre hier prädestiniert. So. Einen schönen Power Slide ist das Ziel entfernt und Spike, ich würde sagen, arrivederci. Bam. Voll. Mann, ich dachte, ich könnte noch einen Slide hinlegen. Okay. Aber gegen die Hausmann setzen ist auch ganz lustig. Krank. Tag am Anschlag. Gut. Echt gut. Danke dir. Zur Strecke gebracht. Nein, nicht zur Garage springen. Wir sollen hier hin. Und wo war das Rennen mit Amy? Oder mit Robin? Hier. Nee, nicht. Das war nicht. Nee, das war Amy, ne? Wo war das Rennen mit Amy? Das war doch hier irgendwo, oder? Kommen die Top 2 mit mindestens. Ach so. Die Rennen ist eh noch aktiv. Wo waren das nochmal? Hier oben. Teleport. So, das kriegen wir noch hin in der Folge. Machen wir noch schnell. Haben wir dann halt wahrscheinlich leicht Überlänge, aber egal. Okay, so viel Überlänge sollte man gar nicht haben. Magnus Walker kennt die schnellsten. Okay, ist okay. Du kennst irgendwas Schnelles. Finde ich gut. Du denkst, du bist. Lass mich lesen, verdammt! Okay. Bin bereit. Krieg das hin. Mann, hör dir den Sound an. Mal sehen, wie er fährt. Okay, freu mich, Amy. So, go, 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 go. Keine Müdigkeit vortäuschen. Concentration. So. Ich merke auch langsam, dass, wenn wir wirklich im Rennen sind und ich mich konzentrieren muss, ich deutlich weniger rede. Am Anfang habe ich trotzdem geschwafelt. Aber das funktioniert nicht. Wenn ich mich konzentrieren muss, kann ich nicht reden. Alter! Übersteuer halt! Ja, ja, beste Kurve, ja. Aha. Alter! Er wehe, ballert mir in die Karre! Alter, ich dachte schon, die ballern mir alle in die Karre hier. Mann, das hat gerade so extrem Zeit gekostet, weil die Karre hier
mit der Heckschürze so, nicht mit der Heckschürze, mit der Frontschürze so heftig gerade kleben geblieben ist. Alter, nee, ernst, woran bin ich jetzt gerade hängen geblieben? Nee, ernsthaft jetzt? Woran? Verstehe ich nicht, aber muss ich glaube ich nicht verstehen. Okay, die Kurve haben wir leicht spät genommen, aber egal. Geh weg von mir. Mann! Diese rote Bulette da vorne. Die feiere ich nicht wirklich. Die soll mal herkommen hier. Die rote Bulette. Ja, ist klar. Mhm. Dieses Rennen verwirrt mich aber komplett. Komplett verwirrt mich dieses Rennen. Diese blöden Doppelkurven. Das ist so assi. Ich bin Zweiter und das soll so bleiben. Ich dritte wäre jetzt wieder vorbei. Konzentration. Konzentration bringt gerade alles voll was. Und für den Typen müssen wir doch noch kriegen, oder? Das kann doch nicht sein. Ich habe 200 PS mehr wie die Vorgabe hier. Komm her mit deinem Subaru. Nee, das ist kein Subaru, das ist ein Supra. Supra. Komm her mit deinem Supra. So, habe ich dich überdriftet. Siehst du mal. Geh weg mit deinem Supra. Verschwinde. Oder mich auch noch rauszudrängen, so weit kommt's noch. Aua, nein! Dass ich hier immer hängen bleibe, das ist assi. Das ist so verdammt assi. Hier, schön eng rein. So, schon, gib mir doch endlich verdammt den zweiten Platz. Nur den zweiten Platz, das reicht mir schon. Ich muss nicht Erster sein, aber den verdammt zweiten Platz will ich haben, bitte. Komm schon, Zweiter. Ja, Mann! Ah! Danke! Danke, liebe Need for Speed Götter, danke! Ah, geil! Sehr, sehr geil. So. Ja, Amy? War gut, ne? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber ich will nicht übertreiben. Sonst hebst du noch ab. Kriegen wir schon Teile von Amy. Schön. Okay, Leute, aber ich würde sagen, das soll es gewesen sein mit dieser Folge wieder mal. Schön. Wir sind gut in der Zeit geblieben, obwohl wir dieses Rennen nochmal gefahren sind. Finde ich gut. Okay. Leute, nächstes Mal werden wir uns wahrscheinlich zu Robin begeben, ne? Ist Robin in der Nähe? Robin ist nicht in der Nähe. Nein, Robin ist ganz und gar nicht in der Nähe. Was ist hier eigentlich? Irgendwas anderes. Egal. Was haben wir denn in der Nähe? Wir werden trotzdem zu Robin fahren. Robin und Spike sind da unten. Wo ist Manu? Manu ist da unten. Okay, wenn wir beim nächsten Mal zu Robin oder zu Spike fahren. Wahrscheinlich zu Robin. Mal gucken. Aber Leute, ich würde einfach mal sagen, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und schreibt ein nettes Kommi. Ich verabschiede mich wieder mal. Wir sehen uns morgen um 16 Uhr natürlich wieder bei der neuen Folge von Need for Speed. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.